Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Bellum1970 und jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Was ist das für eine Version? Ist das PAL? Ist das NTSC? Wo gibt's Micro Machines auf dem NES? Das ist ganz, ganz irgendwie eine ganz merkwürdige Version. Egal, wir haben mal den Vorteil des großen Emulators, da ist mir das ja wurscht. Aber das will ich mal wissen. Kann ich mir dies in irgendeine Sammlung holen oder ist das chancenlos? So, wir machen Challenge. So, wir machen nicht Walter, Dwayne, Joel, Bonnie, Mike, Emilio, Jeffro. Sherry nehme ich eigentlich immer. Sonst nehme ich eigentlich Spider, aber da ich euch erkenne, nehmen wir da Sherry. Oder ist das wieder irgendeine Version, die es nur in Brasilien gab oder so? Das ist irgendwie ganz wieder was Komisches. So. Ja. Steuert sich auf jeden Fall schon mal vorkommen, okay. Des Micro Machines und da kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Okay, das war die Qualifying Round, das war ganz easy. Ach, kann ich mir das aussuchen? Da hauen wir so eine Reihe hier weg. Genau. Also Ziel der Übung ist für die Leute, die das nicht kennen, man muss eigentlich einen Setzkasten da fertig machen. Und wenn man den Setzkasten fertig hat, dann hat man auch die anderen Leute weggehauen. So. Genau, die Küche, die kenne ich noch. Ja, aber es ist eine richtig gute Version. Macht echt was her. Also bitte mehr davon. Es gibt sowieso ganz wenig Micro Machines Versionen, die für den Arsch sind. Also auch das ist ziemlich sicheres Franchise, wenn ihr da irgendwas kauft. Da macht er das eigentlich relativ richtig. Gut, ist jetzt auch nicht so schwierig umzusetzen, aber muss ich sagen, hat Codemasters aber richtig gut hingelegt. So, das kriegen wir locker nach Hause. Ich weiß gar nicht, musste man bei den anderen Sachen am Anfang, war das auch so easy going oder musste man da schon kämpfen? Das weiß ich nicht mehr. Zack, gewonnen. So ist es richtig. So, Rennen 2. Das war das, glaube ich, mit genau mit dem Lineal. Das kenne ich auch noch. Das ist also wirklich wah, Micro Machines 1. Boah, die driften schon ein bisschen mehr, die Dinger. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Und nicht gegen einen Radiergummi fahren oder einen Anspitzer. Boah, driftet der, ey. Ja, das war natürlich böse. So kann man die Führung natürlich verlieren. Es gibt später auch Autos, die bewaffnet sind. Es gibt ja auch Panzer und sowas. Also, und es gibt auch noch Flugzeuge und was weiß ich alles. Aber das, was ihr so von Micro Machines halt kennt, gibt es hier eigentlich alles. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier mal wieder irgendwie nach vorne komme. So, aber ich muss mir... bin doch jetzt eigentlich weit abgeschlagen als Zweiter. Ja, Fehler mache ich gleich wahrscheinlich in der dritten Runde auch nochmal. Ich höre was. Nähere ich mich jetzt langsam oder? Boah. Boah, driften die Dinger. Boah. Und dann auch noch verzogen im Sprung. Scheiße. Jetzt wird's problematisch. Ach Mensch! Warum driftet die Kiste denn so? Na toll. Toll. Kann ich. Ja, gut. Das war's nicht.
verliere ich erstmal noch ein Leben. Das weiß ich. Ich muss das Rennen nochmal wiederholen, ne? Ja. So, hier geradeaus springen. So. Das sieht besser aus, wenn ich das so durchhalte. Ah, das war gut. Na, komm, nicht mit ganz so Power. Ha! Ja, gut, dann sagt mir aber irgendeiner, gib Gas, du Bummelbirne. Boah. Boah, das wäre knapp. Also natürlich vom Sprung nicht irgendwie hier lenken wie Evil Knievel auf Crack. Schlimm. Boah, unglaublich. Dass ich den noch gerettet habe. So. So. Noch eine Runde. Sieht gut aus. So, hier Vollspeed. Passt. Oh. Nein! Dummer Fehler. Kriege ich dich überhaupt noch? Boah, war das gut. War das gut. Yes. Das war exzellent. Boah. Hui. So, nächstes Ding. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, da kann man die Leute nicht mit dem Ding hier kaputt machen. Da kann man nämlich auch noch Leute rammen. So. Er driftet jedenfalls schon mal nicht. Was war das denn? Double Kill oder was? Schiss. Ja, natürlich. Und nochmal ein Double Kill. Ist klar. Und nochmal. Ist logisch. Ist klar. Das macht nur alles mit dem Spieler. Ist klar. Da ist hier wieder die KI, die alles darf. So. Da habe ich dich aber. Verpiss dich. Ich brauche freien Weg. Ich muss gewinnen. Das erwarten die Leute da draußen von mir. Jetzt schreien wir irgendwelche Leute. String mich endlich an, konzentrier dich! Als ob mir das wichtig wäre, was irgendwelche Vollidioten da brüllen. So. Das sieht gut aus. Das sieht exzellent aus. Ah. Das könnte passen. Ja. Danke. So. Oh. Tschüss. So. Dwayne, Sie sind drüber. Sie sind dabei. Aber nicht überbieten. So. Triven, beat the clock. Okay. Dann geht's mal los. Hauptsache ich weiß, wo der Weg ist. Hallo? So viel zum Thema Bigfoot. Alter. Ach, das ist doch scheiße. Ihr seid doch bescheuert. Und ihr vorne, ne? Ja, das kann ich
Kann ich vergessen. Ja, yeah. Könnte mich auch mal. Nein, schaffe ich nicht. Tut mir leid, kein Bonus. Ja, hol, weiter. So, was haben wir denn Schönes? Die Sanddinger, die Sandbuggies. Kann ich mich da noch dran erinnern? Guck mal. Auf jeden Fall sind sie schnell. Sind verflucht schnell. So, bis hierhin sieht das gut aus. Da ist sie wieder. Die Sprungschanze meines Vertrauens. Das sieht nicht gut aus. So. Ich höre einen, das ist ein gutes Zeichen. Bin ich nicht ganz weit weg. Dann habe ich den zweiten. Ah. Das war gut. Ah. Nee, ist klar, mich in die Ecke. Mein Gott, ihr könnt mich mal hier. Also. Das weiß ich nicht, ob das hier irgendwie ein vernünftiges Rennen wird. Das sieht nicht so aus. Ja, okay. Das war scheiße. Ja. Soll ich noch einen Versuch machen? Ach komm, machen wir noch einen Versuch. So. Und nicht in die Ecke drängen lassen. So. Einfach mal Gas geben. Aber einer ist immer recht schnell. Nein! Boah, noch gerettet, ey. Boah, weg. So, das haben wir. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihn mal hier wieder in Sichtweite kriegen. Das war gut. Das war nicht fair, aber gut. Egal, er holt ja eh wieder auf. Ja. Der Stein. Boah. Nicht in diesen Tümpel. Mein Gott, ey. Das geht schon wieder schief. Denn da jemand? Ja, okay, das war's. Damit habe ich das Leben verloren, ne? Ja. Ja. Ich gebe mich jetzt schämen. Trotzdem, geile Version von Micro Machines. Und wie schon gesagt, eure Aufgabe, das mal rauszufinden, wie selten oder wie sonst das ist. Das interessiert mich mal, weil das hätte ich gern. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.